Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute aus der Tripla Mall in Helsinki unterwegs für euch, wieder im Auftrag des Herrn. Bringe ich euch natürlich die News frisch gepresst, auch an diesem Samstag. Genießt einfach das Ambiente einer Shopping Mall und es ist doch nicht verkehrt. Themen haben wir natürlich auch. Und zwar die Air Defender wirft ihre Schatten voraus. Gott sei Dank gibt es sie nur alle gefühlte 100 Jahre oder so. Auf jeden Fall ist es die Air Defender 2023. Und der Luftraum wird wohl überfüllt werden, dass die Schweizer gesagt haben, das Nachtflugverbot wird verkürzt in Zürich um eine Stunde, was ja die Lufthansa gefordert hat, auch in Deutschland. Und der Berliner Flughafen Berlin-Brandenburg sagt, es wird Störungen geben. Dann habe ich euch noch weitere Überraschungen eingepackt, und zwar Best Western hat einen Fast Track, sogar bis Diamond. Dann haben wir Mr. und Mrs. Swiss, eine Gruppe, die sich lose zu IHG assimiliert, hatte ich fast gesagt. Die wollen zu Hyatt rüber, 1500 Hotels, coole Geschichte. Wir haben dann nochmal zwei D-Zone-Deals, einmal von Budapest nach Hongkong über Frankfurt mit der Lufthansa in der First Class, und dann höret und staunet über den Preis, 3.399 Euro. Ja, krasse Nummer. Und wir haben nochmal einen anderen Deal von Barcelona über Charles de Gaulle nach Los Angeles in der Business Class für 1.559 Euro. Und damit seht ihr auch direkt, Air France ist das. Also wir haben heute Starlines Air France. Und jetzt wisst ihr, was ihr tun sollt. Kanal abonnieren, Glocke an, Like da lassen, aber auch ganz wichtig, unten kommentieren. Und wenn euch mein Puschel hier gefällt, dann macht doch auch hier nochmal einen Kanal-Abo, in der Hoffnung, dass hier nicht zu viele Leute stören oder dass es wackelt, weil ich sitze hier auf irgendeiner Empore, die dann quasi immer vibriert, wenn Leute darauf rumspringen oder sowas, und die werden da irgendwie, keine Ahnung, sind motiviert, das zu tun. Ja, der Berlin-Brandenburger Flughafen, erstes Thema, der hat gesagt, es wird Störungen im Juni geben wegen der Air Defender, und zwar ist es natürlich nur zeitlich und räumlich begrenzt, diese Störung, aber trotzdem wird es Auswirkungen auf den Flugverkehr haben. Der Bund hatte an die Länder appelliert, dass man das Nachtflugverbot so ein bisschen lockern sollte und da den Fluggesellschaften etwas mehr Leine lassen sollte. Ich kann verstehen, wenn man sagt, das will man nicht so pauschal machen, weil die Fluggesellschaften dann anfangen, so ein Schlendrian reinzumachen. Ihr wisst ja selber, wenn ihr was dürft, dann nutzt ihr es auch aus. Ne? Ist ja so, und so ist das bei der Lufthansa auch. Aber die Air Defender ist halt vom 12. bis zum 23. Juni unter deutscher Führung. Lufträume, die gesperrt werden, habe ich euch ja mal gezeigt. Geht aber auch um Verlegeübungen aus Deutschland nach Rumänien von Truppen und auch nach Estland zum Beispiel, um zu zeigen, dass man mit 25 Nationen 250 Flugzeugen, 10.000 Soldaten und Soldatinnen das Ganze bewältigen kann und die NATO halt wirklich schlagkräftig ist. Deshalb ist es so, dass man auch zwar die meisten Flüge über der Nord- und Ostsee hat, aber ja, auch da fliegen Flugzeuge, und das hat dann natürlich Auswirkungen, wenn die Flugzeuge dann andersrum fliegen müssen oder irgendwie anders fliegen müssen, dann werden andere Flugräume natürlich etwas rar. Dann haben wir noch eine zweite Problematik in Berlin, und zwar überschneidet sich die Air Defender auch mit den paralympischen Special Olympic World Games, so wie das heißt, in Berlin vom 17. bis zum 25. Juni. Das Event ist das größte Event in Deutschland dieser Art seit den Olympischen Spielen in 1972 in München. Ja, heißt also 72, 73, 50 Jahre, über 50 Jahre, und das ist jetzt ein Event, was da dran erstmal rankommt. Da kommen 7.000 Aktive und 20.000 Freiwillige. Es geht um die Weltspiele für Behinderte und also Mehrfachbehinderte und geistig Behinderte, und ist ein sogenanntes Multisport-Event. Dann lasst uns direkt in die Schweiz schauen. Die Schweizer Freunde lockern am Flughafen Zürich das Nachtflugverbot um eine Stunde. Heißt also, dass man jetzt statt 23.30 Uhr den Laden zusperrt um 0.30 Uhr. Für die Swiss ist das sehr cool. Und für die Fluggesellschaften, Hintergrund ist in dem Fall die Air Defender. Die Schweizer sind da anscheinend etwas gutgläubiger und sagen, das ist okay, wir wollen das machen. Lufträume werden natürlich auch über Deutschland geführt. Heißt also, Einflugschneise führt natürlich über Hochentigen heißt das. Hochentigen. Ist das in der Schweiz oder in Deutschland? Weiß ich jetzt gar nicht, aber die beschweren sich. Und
Da ist es so, dass man natürlich dort Vorkehrungen getroffen hat und ist natürlich gut für die Fluggesellschaften, wenn sie wissen, wo sie dran sind. Jetzt ist mein Bein auch noch eingeschlafen, auch noch das mal, wenn ich hier im Schneidersitz sitze. Alles lustig. Aber ihr wisst ja, für euch mache ich alles und ein bisschen Gymnastik auch nochmal für die Show. Ja, also wie gesagt, Nachtflugverbot gelockert. Dann haben wir noch ein Thema aus der Welt der Meilenpunkte und des Status. Das ist echt unangenehm, das eingeschlafene Bein. Was ich nicht. Also jetzt Kanalmitgliedschaft machen, weil ich gebe hier vollen körperlichen Einsatz, Freunde. Ne? Also Hyatt hat jetzt die Mr. und Mrs. Smiths Buchungsplattform im Prinzip eingesammelt, weil man kann sich Mr. und Mrs. Smith als Hotel vorstellen, wie es bei Small Luxury Hotels oder SLH Hotels ist. Die sind halt irgendwie affiliated zu Hyatt, sind aber nicht dazugehörig, sind auch keine eigene Marke im Portfolio, aber die haben sich jetzt entschieden, mit Hyatt zusammen zu gehen. Und es gibt dazu 1500 Boutique-Hotels und Lifestyle-Hotels, die ins Portfolio von Hyatt wandern. Und das ist natürlich Wahnsinn, dass man damit, ich sag mal, den Fußabdruck von Hyatt verdoppelt. Ne? Für uns als Hyatt-Fetischisten ist das eine geile Nachricht, dass das klappt. IHG steigt da halt aus und ich denke mal, dass 2024, dass das passiert, dass wir wissen, welche Vorteile wir haben. Aber der Klassiker sind natürlich da wieder Late Checkout, Early Check-in und vor allem auch ganz wichtig Upgrade. Eventuell läuft das wie bei SLH, dass wir eine höhere Einstiegsrate haben und damit das Upgrade quasi bezahlen. Aber zumindest ist das Frühstück für die Globalisten inkludiert. Mal gucken, wie viele von den Hotels dort dann direkt inkludiert und involviert werden. Oh, wieder das Bein einklappen, dann kann ich auch wieder näher rankommen. Also wie gesagt, das Thema ist halt wirklich, wie viele Hotels teilnehmen, weil bei SLH haben ja auch nicht alle direkt von Anfang an teilgenommen. Ich bin gespannt mal, was ihr dazu kommentiert und was ihr dazu sagt. Dann haben wir auch noch einen Deal, so ein Deal für euch, aber vorher noch Wyndham Rewards. Im Espresso-Shop nebenan wird einmal der Kaffee ausgekloppt. Ja, die haben jetzt ein Status-Match wieder für Wyndham Hotels, sogar bis zum Diamond-Status. Wichtig ist, man kann Gold, Platin und auch Diamond matchen. Officially, Caesar Rewards ist so, dass man den, man bekommt ihn aber nicht, wenn man den Status, den man matcht, auch durch ein Match bekommen hat. Also sie wollen halt Nächte sehen und wollen auch sehen, dass man den dann bekommt. Wenn wir jetzt einfach mal schauen, bei Hyatt wäre es so, wenn man Globalist ist, kriegt man Diamond. Wenn man Discoverist ist, bekommt man Platinum Gold als Mitglied einfach. Wenn man dann noch bei Hilton ist, kriegt man Gold, Platin oder Diamond kongruierend zu den Farben. Heißt also, Silber geht zu Platinum, Gold und Diamond gehen sogar auch beide zu Diamond bei Wyndham Rewards. Ist da auch mal eine coole Geschichte. Haben wir sonst noch eine Kette, die Leute bevorzugen? Ach ja, wir haben ja Leute, die bei Radisson sind. Da ist Radisson Club, gibt Gold, Silber und Gold geben Platinum und Platinum gibt Diamond. Also etwas unkonkurrent. Und haben wir noch einen Deal, Choice, Hilton, Marriott, Bonvoy. Da ist es so, dass Rewards-Member kriegen einfach nur Gold. Wer Silver Elite ist, kriegt Platinum. Wer aber Gold, Platinum, Titanium oder Ambassador ist, kriegt auch Diamond bei Wyndham. Also für alle, die Status-Fetischisten sind, eine gute Nachricht auf den heiligen Samstag. Jetzt gibt es den Deal. Der erste Deal ist der Lufthansa-Deal von Budapest über Zürich nach Hongkong. Ich zeige den euch gerade. Ich muss mal gucken, weil ich das alles manuell machen muss. Da ist es. Da sehen wir auch die Entfernung. 501 Meile sind es. 5.776 Meilen sind zusammen. 12.555 ist ein First-Class-Ticket in der Buchungsklasse A. D ist es natürlich auf dem Weg nach. Aha. Es ist ein Ticket in der Buchungsklasse A natürlich und die Buchungsklasse A hat die Regeln, die wir alle kennen. Heißt also, der Business Class Abschnitt wird D sein und wenn er D ist, wird der weitere dann natürlich A sein, sowohl bei der Swiss als auch bei der Lufthansa. Dann nochmal immer die Warnung, wie bei solchen Sachen, wenn ihr mit Lufthansa fliegt, gibt es alle Meilen. Wenn ihr bei Eurobonus SAS sammelt, wenn ihr bei Eurobonus SAS sammelt und Swiss fliegen wollt in der First, dann gibt es leider nur 200%. Deshalb fliegt dann mit Lufthansa, um die 300% bekommen. 60 Tage vor Abflug muss gebucht werden. Ganz, ganz wichtig.
Und wir gucken uns jetzt nochmal die Meilen an. Die Meilen sind von mir jetzt hier falsch eingegeben worden. Ich weiß gar nicht warum. Das ändern wir hier live, weil es gibt natürlich kein First Class von Budapest nach Zürich. Das sind dann mit Air China 39.000, paar kaputte 38.602 mit Miles & More. Und dann seht ihr auch schon direkt den Unterschied zu SAS. Da gibt es nämlich nur 25.000 Meilen dazu. Deshalb achtet da drauf, wenn ihr das bucht. Hier unten könnt ihr dann einfach nur noch schauen. Bis Cathay Pacific, schwieriges Wort, Cathay Pacific 12.050. Aber anscheinend sind die Freunde von Air New Zealand mit 36.602 Meilen dabei, was natürlich, wie wir alle wissen, Quatsch ist. Also denkt dran bei der Buchung SAS und so weiter, das ist der Klassiker. Dann haben wir noch einen zweiten Deal für euch, das ist mit der Air France, der geht natürlich aus Barcelona bei Charles de Gaulle nach Los Angeles für 1.559 Euro. Buchungsklasse ist Z, 7 Tage Minimalaufenthalt, Maximalaufenthalt sind 12 Monate. Umbuchungen sind natürlich wie immer erlaubt, heißt also gegen Umbuchungsgebühr und respektive Fare Difference. Auch wichtig ist, nicht refundierbar die Rate in der Business Class. Und ich finde natürlich den Preis, der ist schon Hammer, wenn man sich den anguckt. Ihr wollt natürlich da auch jetzt wissen, wie das Ganze aussieht auf der Karte. Das gebe ich euch sofort. Da haben wir es doch hier. Und zwar, dann seht ihr es, dass man natürlich die Distanzen hat, 533 Meilen und 5670 Meilen sind zusammen 12.405 Meilen. Wenn wir uns angucken, wo man das Ganze kreditieren lässt beim Eierfranken, dann sind das natürlich bei Virgin Atlantic 50.000 Meilen und ein bisschen bei China Southern 25.900, 24.904 bei Aeromexico, China Eastern, Delta, aber auch bei der Czech Airlines gibt es dann 21.000, genau wie bei den Saudis, und ein bisschen 18.000 geht dann weiter runter. Ihr seht das ja bis sehr Flying Blue runter, die dann mit 0 Meilen dort sind. Ja, damit haben wir die heutige Sendung wieder durchgearbeitet, ohne Hänger aus der Tripler Mall hier in Helsinki, mit eingeschlafenem Bein. Ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und vor allem zu kommentieren. Und dann freue ich mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid in der Sendung mit Mario. Habe ich noch irgendwas zu sagen? Ja, Kanalmitgliedschaft. Natürlich, denkt an die Kanalmitgliedschaft, und ein eingeschlafenes Bein ist echt unangenehm, wenn ihr euch selber dabei filmt. Also bis dann, schönen Tag noch, ciao, und kommentieren. Ich freue mich auf euch. Bis dann, ciao, like auch alles. Also, tschüss.